Es ist ja auch, glaube ich, so, habe ich im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, dass dadurch, dass heutzutage so viele schwere Erkrankungen auch trotzdem noch versucht werden zu behandeln, dass man da mehr Patienten sozusagen im Krankenhaus hat, die früher sowieso verstorben wären und denen es dementsprechend aber auch so schlecht geht, dass bei denen es auch schwer ist, einfach zu entwöhnen, oder? Ja, dass die Entwöhnungsfälle häufiger werden, das liegt daran am Fortschritt der Medizin, der Intensivmedizin, der operativen Medizin. Dinge, die man früher gar nicht mehr behandeln konnte, beispielsweise Herzerkrankungen, Herzklappenfehler oder auch Lungenerkrankungen, die kann man heute relativ sicher operieren. Leider ist es dann so, dass diese vorgeschädigten Patienten, oft alte Menschen, dass die dann im Laufe der Behandlung, die man, wie gesagt, früher gar nicht hätte machen können, dann doch auch noch Komplikationen bekommen und dann wenig Probleme bekommen. Was machen Sie denn mit einem Patienten, bei dem der Entwöhnungsversuch fehlgeschlagen ist? Also das Entscheidende ist natürlich, dass man die Ursache findet, warum das bei diesem speziellen Patienten nicht funktioniert. Das sind also manchmal banale Dinge, dass zum Beispiel das Herz nicht genügend pumpt und Flüssigkeit zwischen Lunge und Rippenfell sich befindet. Das ist manchmal, sind das 2, 2,5 Liter, die kann man sehr gut ablassen, die Flüssigkeit. Man kann das Herz stärken und dann gelingt es innerhalb von wenigen Tagen, den Patienten wieder selbst atmen zu lassen. Wie gesagt, das Häufigste sind jedoch Infektionen. Patienten haben Lungenentzündungen und da muss man dann schauen, dass man den Keim isoliert und dass man den gezielt behandelt. Und wenn man den Infekt aus dem Körper herausbekommt, dann gelingt auch in der Regel die Entwöhnung wieder. Bei Ihnen in der Asklepios-Klinik Barmbek haben Sie ja eine spezielle Weaning-Station. Hört sich so an, als seien Sie da eben besonders spezialisiert und würden vielleicht auch aus anderen Kliniken dann Patienten bekommen, bei denen der Weaning-Versuch nicht funktioniert hat. Was können Sie bei sich auf der Weaning-Station leisten? Was haben Sie dort für Voraussetzungen, die in anderen Kliniken vielleicht nicht gegeben sind? Also wir haben eine optimale Setting, optimale Verhältnisse für den Patienten. Das sind einmal kleine, oft Einzelzimmer, wo der Patient dann auch Ruhe hat, nachts schlafen kann, sich ausruhen kann. Dann haben wir alle mögliche Diagnostik, die Störung der Atmung im Feinsten nachweisen kann, sodass man dann Ansatzpunkte für die Behandlung hat. Das geht, es betrifft einmal Blutgasmessungen dauerhaft. Wir messen also nicht invasiv die Blutgase während der ganzen Zeit, das Kohlendioxid. Wir messen die Atemmuskelfunktion. Wir können die Atmung im Schlaf messen. Wir können die Muskelkraft der Atmung messen. Also es sind eine ganze Menge an diagnostischen Möglichkeiten. Aber glaube ich, noch wichtiger ist das Team. Das Team bestehend aus Ärzten, die geschult sind, die viel Erfahrung auf dem Gebiet haben, Schwestern desgleichen, plus Physiotherapie, plus Logopädie. Das ist also ein ganzes Team, was sich um die Patienten kümmern muss. Und nur im Team können wir den Patienten optimal helfen. Gibt es da Quoten bzw. Ergebnisse, von denen Sie wissen, wie viel Prozent der Patienten, bei denen es erst nicht funktioniert hat, Sie dann doch noch schaffen zu entwöhnen? Also die Patienten, die zu uns kommen, die waren im Durchschnitt knapp 4 Wochen beatmet, auswärts, in hervorragenden Intensiveinheiten. Hamburg hat ja tolle Kliniken, tolle Intensivmedizin. Und dennoch haben die Kollegen es nicht geschafft. Und wir schaffen es in ca. 60% der Fälle, die Patienten komplett zu entwöhnen wieder von der Beatmung, sodass sie ohne jegliche Hilfsmittel dann wieder meistens in die Reha entlassen werden können und später nach Hause gehen. Kann man eigentlich sagen, dass eine Lunge, die, sage ich jetzt mal so salopp formuliert, die so viel mitgemacht hat, also teilweise vielleicht eine wochenlange Beatmung und dann auch ein vielleicht komplizierter Weaning-Versuch, dass so eine Lunge jemals wieder so leistungsfähig ist wie vorher? Also dass der Patient, wenn er nach Hause geht, tatsächlich irgendwann so leben kann, als sei gar nichts gewesen? Das hängt davon ab, was die Grundkrankheit war. Wenn es ein Patient ist, der eine akute, beispielsweise Lungenentzündung gehabt hat, das kann sich komplett wieder normalisieren. Der Patient kann völlig uneingeschränkt hinterher wieder leben. Wenn der Patient aber vorher eine Raucherlunge gehabt hat und die Lungenfunktion ohnehin eingeschränkt war, dann wird diese schwere Erkrankung die Lungenfunktion vermutlich noch ein bisschen verschlechtern. Und dann werden auch Einschränkungen im täglichen Leben vorhanden bleiben.
Da können wir vielleicht noch kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, das Thema Heimbeatmung. Es gibt ja da, glaube ich, auch große Fortschritte auf dem Gebiet, allein auch was die Beatmungsgeräte selbst angeht. Können Sie mal skizzieren, also wie gut kann ein Patient heutzutage mit Heimbeatmung leben und zurechtkommen? Also da ist in den letzten Jahren ein unglaublicher Fortschritt entstanden. Mhm. Es gab vielleicht noch vor 15 Jahren, da standen in den Lehrbüchern noch, wenn ein Patient beispielsweise mit einer Muskelerkrankung oder einer Wirbelsäulenverbiegung, wenn die einmal ein Atmungsversagen entwickeln, dann sterben sie unweigerlich. Mhm. Und das war auch so. Und dann kam diese nicht-invasive Beatmung, also eine Beatmung, aber über eine Maske. Und das hat das ganze Feld dramatisch verändert. Man kann dem Patienten mit Muskelerkrankungen oder Wirbelsäulenverbiegung extrem gut helfen, sodass die Lebenserwartung von dem Patienten nahezu normal ist. Die beatmen sich dann eben nur im Schlaf in der Regel, mhm, vielleicht mal einen Mittagsschlaf noch dazu und sind sonst am Tag von ihrer Atmung her wenig beeinträchtigt und können fast normales Leben führen. Also können sich selbst beatmen, wenn sie Bedarf haben, und das hat, glaube ich, auch viel mit Routine zu tun, ne? Ja, das ist, also man nennt das auch Selbstbeatmung zu Hause. Patienten, die erlernen das, ist es auch einfach, setzen einfach die Maske auf, schalten die Gerät ein und dann, wie gesagt, im Schlaf werden die meistens beatmet, wenn die Atmung am stärksten beeinträchtigt ist, mhm, ist der Schlaf. Ich glaube, in puncto Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, ist es auch so, dass die Beatmungsgeräte wirklich von solchen Kästen innerhalb kürzester Zeit auf ganz kleine handliche Geräte geschrumpft sind, oder? Ja, die ersten Geräte, die wir eingesetzt hatten, die waren etwa so groß wie ein Nachttisch, so knapp einen Meter hoch und wogen 35 Kilogramm. Die konnte man also nur mit einem kleinen Wagen bewegen. Heutzutage passen die in jede Aktentasche. Patient kann sie mitnehmen, Patienten sind mobil, können reisen. Also da ist sehr viel Entwicklung geleistet worden, mhm, in den letzten Jahren. Da fällt mir noch der Spruch eines Kollegen von Ihnen ein aus der Asklepios-Klinik Harburg, Herr Dr. Bachmann, der erzählte mir jüngst von einem Patienten, der mit seinem Beatmungsgerät eine Weltreise gerade gemacht hat. Und da war der Herr Dr. Bachmann noch etwas neidisch. Also man kann sehen daran, was alles möglich ist, und dass, obwohl man vielleicht dauerhaft ein bisschen Atemunterstützung braucht, das mittlerweile doch so ist, dass die Lebensqualität also gering wie möglich noch eingeschränkt ist. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das ist eigentlich unser Ziel, dass eben nicht nur das Leben verlängert wird, sondern auch, dass die Lebensqualität steigt, mhm, und dass man so wenig invasiv, so wenig störend für den Patienten behandelt. Und das ist mit der neuen Technik eigentlich sehr gut schon gelungen. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Danke, Herr Professor Becker, dass Sie hier waren und uns so schön informiert haben. Dankeschön. Danke Ihnen. Ihnen auch, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Ihnen hat unsere heutige Sendung gefallen. Wenn dem so ist, dann empfehle ich Ihnen wärmstens einen Klick auf unsere Homepage. Wie immer die Adresse www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Denn dort können Sie nicht nur diese Sendung sehen, sondern Sie können in einer mittlerweile sehr, sehr langen Liste alle unsere Sendungen sich anschauen zu allen Erkrankungen, die wir bisher behandelt haben. Außerdem gibt es dort auch eine Liste, wann, wo und zu welchem Thema demnächst mal wieder eine Hanseatische Nachtvorlesung stattfindet. Ich empfehle Ihnen darüber hinaus, diese mal zu besuchen, und wenn Sie dazu Lust haben, dann können Sie sich auf unserer Internetseite auch gleich dazu anmelden. Also einiges zu tun für Sie. Haben Sie die Zeit gut ausgefüllt, bis wir eine neue Sendung für Sie haben. Machen Sie es gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.